Schluss mit dem Geschwätz, Mendes. Es wird Zeit, dass ihr für eure Lügen und eure üblen Absichten bezahlt. Seid auf den Tod gefasst. Wir werden jetzt gehen. Wir haben bl doch bloß verhindert, dass eure verfluchten Leute die unschuldigen Leute hier anstecken. Ihr seid für Kelschas Tod verantwortlich, denn ihr habt uns unter falschem Vorwand dorthin geschickt. Nein, die Eins ist besser. Ihr es nicht wert seid, von meiner Hand zu sterben, aber ihr sterben werdet. Der blutige Tag der Abrechnung steht bevor. Zu mir, Baresch, auf das gerecht werde, meine Liebste. Lubgaru und noch ein Lubgaru. Worum geht? Ich werde mich im Ihr Handumdrehen habt darum kümmern. geläutet? Jetzt rein. Ich könnte Tensors fliegende Verbindung. Aha. Ich tu's. Gut. Steinhaut, ganz dringend, sonst ist Nera am Arsch. Dann noch den hier. Ja. Ordentlich. Was ist es diesmal? Bombardieren. Okay, jetzt wird's langsam. Wie kann ich helfen? Eng hier. So. Geld und ein Kettenhemd. Worum geht es diesmal? Das perfekt gespielte Kettenhemd ist die Standardausrüstung. Rüstungsklasse. Ja. Kann nur niemand tragen. Gut. Wie ihr wünscht. So, der einsame Gelehrte. Das Geheimnis von Mendas und dieser Insel ist aufgedeckt. Mendas bzw. Selat schickte uns unter dem Vorwand zur Insel, dass wir ein Schiffswrack nach Nachweisen suchen sollten. In einem Schiffswrack nach Nachweisen suchen sollte, die das Wrack als Baldurans Schiff identifizieren könnten. Es handelt sich zwar tatsächlich um das Schiff des Abenteurers, sein persönliches Schicksal bleibt jedoch weiterhin ein Rätsel. Baldurans Mannschaft infizierte sich mit der schicksalsschweren Reise auf der schicksalsschweren Reise mit Lykantropie. Das Schiff strandete und hinterließ zwei Arten von Lykantropen, die sich gegenseitig auf Leben und Tod bekämpfen, um zu überleben. Die besser organisierten Werwölfe bauten ein Dorf, bei dem wir auf unserer verhängnisvollen Reise strandeten. Die chaotischen Wolfwehre richteten sich in den Wrackteilen von Baldurans Schiff ein. Naja, Werwölfe und Wolfwehre. Beide Gruppen überlebten bis heute trotz des etwas schwierigen Nachbarschaft. Mendas oder Selat riskierte es schließlich, zum Festland zu segeln. Irgendwie schaffte er das auch, und nachdem er herausfand, dass jemand anderes die Insel endlich entdeckt hatte, empfand er eine plausibel klingende Geschichte, um uns zu überreden, zuerst die Seekarten zu stehlen und später zur Insel zu segeln, um die Karten seiner Werwolffrau zu übergeben. Sie hielt uns dazu an, die Wolfwehre zu töten, und infizierte die Gruppe mit Lykantropie in der Absicht, dass wir uns dem Pack anschließen und im Kampf sterben sollten. Wir töteten sie, nahmen die Seekarte und segelten nach Hause, wo wir schließlich das Doppelleben von Mendas aufdeckten. Das Schicksal scheint seinen Spaß daran zu finden, mit mir zu spielen. Ja, und mit dem Tod von Mendas oder Selat ist auch der Fluch gebrochen. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch Dulaks Turm. Ja? Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Das heißt, wir heilen uns mal, rasten mal kurz. Gucken mal kurz nach unseren Leveln.
Also ja, ich habe immer noch nicht geguckt, was die maximalen Erfahrungspunkte sind, die man hier kriegen kann. Aber ich denke mal, es sind wieder 168.000. Aber ganz ehrlich, gucken wir mal kurz nach. Baldur's Gate Enhanced Edition. Max XP da. Was sagt das Baldur's Gate Wiki? Ah, 161.000. Oh, Siege of Dragonspear geht bis 500.000 dann. Gut. Also ja, 161.000 wie auch Tales of the Sword Coast. Das heißt, für Fighter Barbarian ist das maximal Stufe 8. Für Paladin und Ranger auch. Monk und Cleric ebenso. Druide könnte auf Stufe 10. Barde und Dieb genauso. Und Magier Stufe 9. Ja, okay. Gut, dann wäre das geklärt. Wir können weitermachen. Also noch 21.000 XP können wir gut machen. Also mit uns selber. Ich glaube, Vikunia ist knapp hinter uns als einzige. Alle anderen können noch ein paar mehr, vor allem Nera. Ja, Nera ist schon Max-Level. Also Nera ist Max-Level. Wir können noch eine Stufe auf. Kegane ist Max-Level. Dawn kann noch eine Stufe. Vikunia ist Max-Level. Und Safkana kann noch eine Stufe. Also die Hälfte ist Max-Level, die andere Hälfte kann noch eine Stufe aufsteigen. Wie ihr wünscht. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Ein Kleriker gibt's hier ja leider nicht. Nacht, gebt mir Kraft. Ich spreche mit euch. Wie kann ich helfen? Olos-Sar? So, dann erstmal Nera. So, die restlichen können wir beim Rasten. Können wir beim Rasten königlich schlafen. So, Kegane ist fast wieder voll. Alle anderen sind auch voll. Wie sieht's eigentlich mit unseren Pfeilen und so aus? So lala. Bei mir ist das Bier billig.
Also er hat Baldurans Tagebuch, die Seekarten und das Buttermesser. Gehen wir mal zu ihr. Die Tollkirschblüten gucken wir, ob wir sie irgendwo verkaufen können. Genauso wie den ganzen anderen Schnack, den wir hier haben. Du verkaufst nicht zufällig Pfeile. Ich muss aufhören, mein eigenes Bier zu saufen. Ja, du verkaufst Pfeile plus 2. Kugeln plus 2. Nein, verkauf uns mal all deine Pfeile und Kugeln plus 2. So. Wir müssen das ja anders machen. So. So. Nera hat noch genug Kugeln fürs Erste. Nera will auch ihren Stab nicht hergeben. Oh, Stab der Himmel kann sie gar nicht benutzen. Den kann nur sie benutzen. Auch gut. Ja, wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, ein Quicksave machen. Es geht nämlich erst einmal. Dunaks Turm ist hier in der Nähe von Berikos. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach Nashkel, die ganzen Wolfspelze loswerden. Dann gehen wir zur Hohen Hecke, dort shoppen. Dann nach Berikos und dann zu Dunaks Turm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, Rasat steht immer noch hier rum. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Der Kunde hat immer recht. Meine Preise sind die besten. So, die ganzen Winterwolfpelze verkaufen. Der Kunde hat immer recht. Meine Preise sind die besten. Die Geschäfte laufen schlecht. Der Kunde hat immer recht. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. So, du hast eigentlich nur normales Zeug, was wir nicht wirklich bräuchten. Ah, du kaufst uns aber die Räuberskalpe ab. Sehr schön. Gut, Tollkirschblüten bringen nichts. Ich weiß nicht, warum ich ein Kurzschwert hier mit mir rumtrage. Ah ja, so das Zeug, das verkaufe ich in der Hohen Hecke. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und kauf dort auch noch ein paar Pfeile. Und Kugeln. Am besten Zweier erstmal. Wie ihr wünscht. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Ja, das machen wir als letztes. Nochmal schlafen. Bevor wir dann zu Dunaks Turm gehen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. Warum wohne ich bloß in so einem Kaff?
So, was habt ihr? Oh, der kauft mir sogar die Tollkirschen ab. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier nichts mehr. Eigentlich will ich die Wurfwaffen nicht verkaufen. Ich will sie eigentlich hier ausrüsten, für den Fall, dass er mal Fernkampf braucht. Stab der Furcht, Robe des Reisenden, Schurkenrobe, Stab der Lähmung, Wurfpfeile, alle 50, Lederrüstung, Kurzschwert, der trübe Heiltrank, die Sachen alle verkaufen.